Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute über Kinderarmut sprechen wollen, müssen wir sicherlich vornehmlich auch über die Ursachen von Kinderarmut sprechen. Eine entscheidende Frage ist zum Beispiel, ist das Problem tatsächlich zu wenig Sozialstaat? Und da ich weiß, wie Sie von der Linken und von den Grünen diese Frage beantworten werden, nämlich mit einem klaren Ja, möchte ich vielleicht einmal mit ein paar Zahlen aufwarten, die vielleicht zu einer gewissen Erhellung führen können. 1980 war der Anteil der Sozialleistungen am gesamten Bundeshaushalt 16%. 16%. 30 Jahre später, im Jahre 2010, lag er bereits bei 50% und heute liegt er etwa bei 57%. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir diesen Sozialstaat in den letzten 40 Jahren in einer Art und Weise ausgebaut haben, die nicht mehr zu toppen ist. Und im gleichen Zeitraum hat sich allerdings die Kinderarmut zumindest einmal statistisch verdoppelt. Und was sagt uns das nun wieder? Das sagt uns, dass das linke Allheilmittel für fast jedes gesellschaftliche Problem, nämlich immer mehr Transferleistungen und immer mehr Umverteilung, möglicherweise hier nicht zum Ziel führt. Diese Diskussion ist nämlich leider etwas zu einfach und zu undifferenziert. Und das Undifferenzierte beginnt schon damit, dass wir hier völlig falsche und in die Irre leitende Begrifflichkeiten einführen. Kinderarmut. Ich bitte Sie, was soll denn das sein? Haben Kinder denn inzwischen, ohne dass ich das bemerkt hätte, ihr eigenes Girokonto? Was ist denn das für ein Unsinn? Kinderarmut ist, Kinder sind deswegen arm, weil die Eltern arm sind. Das ist hier der Punkt. Und warum sind Eltern denn arm? Da reicht die Palette natürlich über ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es können Schicksalsschläge sein. Und Sie haben durchaus recht. Manchmal hat es etwas mit den Niedriglöhnen zu tun, mit prekären Arbeitsverhältnissen. Und wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, um so etwas zu finden, meine Damen und Herren. Die Fahrer des Deutschen Bundestages, die Sie jeden Tag in der schwarzen Limousine von A nach B fahren, werden in einer Art und Weise ausgebeutet, die nicht mehr zu verantworten ist. Das wäre doch mal ein schönes Gemeinschaftsprojekt, sich hier mal zu engagieren. Scheint aber nicht sehr viele Kollegen zu interessieren, ehrlich gesagt. Und ja, Sie haben recht, es kann nicht sein, dass jemand, der sich den ganzen Monat hart abbuckelt, am Ende des Monats in der Lohntüte so wenig vorfindet, dass er davon seine Familie nicht satt kriegt. Das kann so nicht sein. Arbeit muss sich wieder lohnen in diesem Land. Die Sache hat aber leider noch einen zweiten Aspekt. Die Medaille hat eine zweite Seite, die allerdings in Ihrem linken sozialromantischen Weltbild leider nicht vorkommt. Trotzdem gibt es das. Und Sie kommen darauf, wenn Sie sich mal vor Augen führen, dass wir trotz mehrerer Millionen Arbeitslosen nicht in der Lage sind, 770.000 offene Stellen zu besetzen. Und das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass es in unserem Land Menschen gibt, die schon in der zweiten und dritten Generation von der Stütze leben, gar nichts anderes wollen und das auch völlig in Ordnung finden, meine Damen und Herren. Stellenweise haben wir es hier tatsächlich mit regelrechten Hartz-IV-Dynastien zu tun. Und ja, die Kinder dieser Eltern sind bedauerlicherweise arm. Aber das Problem dieser Kinder ist nicht der Staat und nicht die Gesellschaft, sondern das Problem dieser Kinder sind bedauerlicherweise, so muss man es sagen, ihre eigenen Eltern. Und das ist nicht nur deswegen schlimm, weil diese Kinder eben arm sind, sondern es ist deswegen auch schlimm, weil dies eine katastrophale Vorbildfunktion ist, die diese Eltern ihren Kindern eben vorleben. Und der Ausweg kann nur sein, das haben Sie durchaus schon richtig erkannt, Bildung und Arbeit. Und die Lösung, die dahin führt, hat
damit zu tun, dass wir vielleicht endlich mal richtige Anreize setzen müssen, um solche Langzeitarbeitslosigkeit zu überwinden. So etwas zum Beispiel wie ein aktivierendes Grundeinkommen für diejenigen, die arbeiten wollen, so wie Sie es zum Beispiel in unserem Parteiprogramm finden werden, wenn Sie mal nachschlagen würden. Aber mit Sicherheit liegt die Lösung nicht in einer sanktionsfreien Alimentierung derer, die erkennbar nicht arbeiten wollen. Und meine Damen und Herren, wenn wir über sozialstaatliche Leistungen reden, müssen wir auch über Finanzierbarkeit reden. Und da kann ich nur ganz kurz auf Ihren Parteitag zurückkommen, auf dem sich offenkundig die Überzeugung von Frau Kipping durchsetzt, man möge doch offene Grenzen haben für laut UNHCR 60 Millionen Flüchtlinge, die sie in unsere Sozialsysteme aufnehmen wollen. Man kann selbst einem 10-jährigen Schüler einer Förderschule erklären, dass das niemals funktionieren kann. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Stefan Schwarze.